Gut. Also, erstmal ein bisschen Smalltalk. Wie geht es dir überhaupt? Ich fahre am Samstag in den Urlaub und darauf freue ich mich total. Merke auch, ich muss jetzt Urlaub machen. Also es ist notwendig jetzt. Und ja, und ich habe jetzt diese Woche schon, also immer wenn Coaching ausgefallen ist, habe ich das nicht nachbesetzt und habe den Slot auch einfach leer gelassen, habe da auch nichts gemacht, um nicht mit 340 Sachen in den Urlaub zu brettern. Und ja, also mir geht's gut. Ich habe auch so die letzten Tage nochmal so zurückgeguckt und dachte, mein Gott, was ich in diesem letzten halben Jahr alles geschafft habe. Unglaublich. Auch wenn jetzt noch nicht alles sichtbar ist, aber es ist trotzdem, also in der Bahn, sag ich mal, ne? Ja. Ja, Schön, schön, schön. Urlaub. Ich bin auch urlaubsfrei, auch wenn ich schon im Urlaub war im August. Ich habe meinem Team gesagt, ich freue mich auf September, weil wir haben auch 2 Wochen. Und ich gehe, meine größte Absicht ist, ohne Laptop einfach zu gehen. Und mein Mann sagt, ja, aber du weißt schon, abends in Italien haben wir keinen Fernseher, wir brauchen doch irgendwas, was wir bei Gelegenheit schauen können. Und ich habe gesagt, ach du, wir schauen auf das Meer, wir trinken ein Glas Wein. Ja. Ja, und der ist noch am Überlegen, ob er das möchte oder nicht, aber. Ich habe all meinen Klienten gesagt, das geht ja jetzt ganz easy über meine Coaching Cloud, ne, schicke ich eine Nachricht an alle. Ich bin nicht da die nächsten 3 Wochen, ich checke meine E-Mails nicht. Bis Freitag könnt ihr mich noch erreichen. Meine Assistentin hat die und die Telefonnummer. Wenn irgendetwas wirklich, nee, das habe ich denen gar nicht gesagt, weil so wichtig kann es gar nicht sein. Nee. Nee, Genau. eben. Ich habe eine größere Anfrage gekriegt für eine Outplacement-Beratung. Cool. War 20 Klienten und die hängt halt im Moment noch in der Luft und dem habe ich die Telefonnummer meiner Assistentin gegeben. Und dann kann die das regeln. Wofür hat man denn ein Sekretariat? Ja, natürlich. Na klar, dass man Dinge verteilt. Das hört sich doch gut an. Und hast du die Fotos genutzt, von dem Shooting überhaupt? Es ist jetzt alles beim Webdesigner. Okay. Der hat am Freitag damit angefangen, letzte Woche Freitag. Müssen jetzt größere Umbauarbeiten an der Webseite ja gemacht werden. Und vorher war auch meine Kursseite da noch mit Digimember verschweißt. Jetzt hat er das mal getrennt und baut jetzt die neue auf. Und in dem Zuge wird er dann auch diese ganzen Fotos. Nein. Und die ganzen Kundenstimmen. Und es wird jetzt ja eine Smart-Website. Und Also, das ist ja. Ich freue mich dann drauf, das zu sehen. Also, wir werden auch bald launchen mit den neuen Fotos. Aber es dauert, bis alles im Hintergrund wirklich fertig ist. Und wir bauen auch ein bisschen um an einigen Stellen. Und ich habe das vollkommen unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Ne? Das Genau. vergisst man gerne immer wieder. Ja, genau. Ja, also alleine schon meine Vorarbeit, die ich geleistet habe, und dann, ja, und jetzt muss der das halt erstmal umsetzen. Und ich habe ihm gesagt, also mit den Kundenstimmen, das muss so sein, dass ich die selber jetzt einstellen kann, zum Beispiel. Ne? Ich habe ja so ein etwas ungewöhnliches Design, geht ja so schräg, ne? So ein schräger blauer Balken. Und das ist extra speziell programmiert und das hat halt den Nachteil, ich kann da nicht selber einfach so mal was dranhängen. Ja. Aber jetzt baut er das so um, dass ich das selber befüllen kann. Und jetzt habe ich auch ganz viel Zeit damit verbracht, Kundenstimmen einzusammeln. Und ach, bei manchen, sind mir echt die Tränen gelaufen, weil das so anrührend war, Ja. was die mir für ein Feedback gegeben haben. Das ist ganz toll. Schön. Alleine dafür hat sich's schon gelohnt. Ja. Meine Mentorin Fabienne hat immer gesagt, sammle die wirklich auf Papier. Sie hat sie immer auf so kleine rosene Zettel ausgedruckt. Sie hatte einen Kundenstimmenkorb gehabt und das war immer in ihrem Büro und da waren die pinke Zettel drin.
Und immer wenn sie einen Tag hatte, wo sie gedacht hat, wofür mache ich das alles und alles wird anstrengend gerade, und dann hat sie immer ihr Korb hervorgeholt und hat einfach ein bisschen herumgegraben, gelesen und sich wieder besinnt auf das, was es im Leben ihrer Kunden bewirkt, und dann hat sie dann weitergemacht. Ja, das, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, das vergessen wir, weil es kommen zwar uns die Tränen, aber dann am nächsten Tag haben wir schon wieder vergessen. Ne? Genau, ja, weil es gibt ja auch mal Klienten, da ist das irgendwie hakelig und zerfig und anstrengend. Und dann dann kommen natürlich so Gedanken wie, oh Mann, mein Geld könnte ich auch leichter verdienen und vielleicht mache ich da einfach auch nicht das Richtige. Ja, und dann für solche Momente ist das gut, das stimmt. Absolut, absolut richtig, ja. Na gut, du, dann steigen wir ein, und zwar, was wir heute machen, also dieser Call hat eine gewisse Struktur, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder nicht. Nix. Weißt du von nix? Nämlich, wir zelebrieren, also wir machen es ist Rückblick, Ausblick, also wir schauen zurück, was geschehen ist, und wir zelebrieren die Fortschritte, jede Entwicklung, jedes Wachstums, Meilenstein, noch so klein, groß oder mittel. Und was wir auch uns angucken, sind praktische, faktische Dinge, wie Website Relaunch oder ein Dokument, was entstanden sind. Aber auch, wir machen den inneren Einkehr und schauen, was hat sich in dir getan, ja? Und wo bist du als Mensch weitergegangen? Und das ist so wichtig, weil wir sind so angetrieben und so ehrgeizig, und wir haben immer das nächste Ziel vor Augen, und das ist schön, aber das Leben versteht man rückgängig, das Leben zelebriert man rückgängig, also rückblickend, und da sollten wir uns das nicht auslassen, diese Möglichkeit. Und dann am Ende werden wir einfach schauen, wo geht's von hier weg, also in deinem Business, in deinem Leben, was wünschst du dir? Und ich werde heute in deinem Dienst stehen und protokolliere alles für dich. Da brauchst du gar nichts zu tun. Und dann kriegst du das halt am Ende von mir in der Coaching Cloud. Ich poste das dann. Und ich habe ein Dokument vorbereitet. Ich werde das jetzt mit dir teilen. Ja. Siehst du das, Silke? Ja. Ups, warte mal, ich habe dich gerade ganz nach oben geschoben, unabsichtlich. Und zwar, die erste Frage wäre dann zum Start, was ist das erste Ding, das du zelebrieren möchtest, das geschehen ist in dem letzten halben Jahr, wo doch so viel geschehen ist? Oh, das erste, was ich zelebrieren möchte, ist, dass ich alle meine neuen Coaching-Pakete schon mindestens einmal verkauft habe. Ja. Und damit hängt natürlich auch zusammen, dass ich überhaupt Pakete habe, ne? Ja. Und das, also, und da hängt ja so ganz viel dran, ne? Mein Auftritt ist viel professioneller. Ich muss mich nicht jedes Mal neu erfinden und irgendwie jemandem was Handgestricktes liefern, sondern dieses Bild, das ist die Tageskarte und das kostet so und so viel. Also es hat mein Business total übersichtlich gemacht und gut strukturiert, und es sieht super professionell aus. Ja. Und ich habe damit ja auch so einen Leitfaden für mich. Also mein proprietäres System. Das ist ein Leitfaden für mich, und es ist auch ein Leitfaden für die Kunden, weil die können ja viel besser abschätzen, was sie in einem Coaching-Prozess bekommen.
Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem bei der Vermarktung von Coaching. Das ist ja wie eine Blackbox, wo die Leute Geld reinwerfen sollen. Ne? Und diese Blackbox ist weg bei mir. Die Leute wissen, was sie dort erwartet. Und das ist, finde ich, echt super. Ja. Soll ich einfach so weiterreden? Absolut. Okay. So ist das am allerbesten. Also diese Klarheit, dieses schlanke Business, das zieht sich halt auch durch viele andere Sachen irgendwie durch. Vorher hatte ich so einen Boost aus Einzelteilen. Und jetzt ist das ich habe ganz viel aussortiert. Also bestimmt mit meiner Farb- und Stilberatung habe ich mal einmal verstanden, was meine Farben sind und was meine Schnitte sind, muss ich auf bestimmte Sachen gar nicht mehr gucken. Und jetzt ist das auch so. Es gibt ja neue Säue, die durchs Dorf getrieben werden und ich denke mir, nee, brauche ich nicht. Also, die ist das und das und das und fertig. Ja. Auch so Sachen mal loszulassen, also über das Brillanzquadranten, ne? Zu gucken, was kann ich gut, was entspricht mir, und den Rest wegzulassen. Gott, wie entspannend war denn das? Ja. Dann eine Struktur für den Kennenlernprozess zu haben. Und zwar eine, ich hatte ja vorher auch schon eine, und der hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Mit hinten so Einwandbehandlungen und jetzt gehe ich ja gar nicht mehr mit dem Anspruch da rein, ich verkaufe hier etwas, sondern ich stelle meine Dienstleistung vor und die innere Weisheit des Kunden wird entscheiden. Und damit ist aller Druck von mir weg und ich kann total bei mir bleiben. Und es fühlt sich super stimmig an. Ja. Und ich glaube, jetzt hatte ich gerade Sommerpause, da haben sich keine neuen Kundengespräche ergeben. Also da, die Leute kommen ja jetzt erst alle aus dem Urlaub so zurück. Aber von den, ich glaube, 8 oder 9 Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich ja 6 oder 7 Abschlüsse gemacht. Also das ist eine gigantische Abschlussquote. Ja. Ohne Einwandbehandlung. Ja. Ohne Repeteria-mäßig da hinterher überzeugen zu müssen. Ja. Ja, und also ein ganz, ganz, ganz großer Meilenstein ist halt auch meine neue Webseitenstruktur. Das ist zwar jetzt noch nicht sichtbar, aber es ist in der Pipeline und irgendwann Anfang, Mitte Oktober wird das dann auch sichtbar sein. Ja, und also diese Webseite ist deswegen so toll, weil sie ich finde jetzt eine ganz klare, also du hast das ja so schön mal beschrieben, das ist eine schöne Webseite, aber keine smarte Webseite, weil was ist der Call to Action? Es gab gar kein Call to Action da drauf. Ne? Ich war auf meiner Webseite auch nicht so richtig als Person sichtbar, dass
wird jetzt viel besser sein. Mein Kunde ist noch mal viel besser beschrieben in seinen Fragestellungen. Ja, da, ach Mensch, jetzt fällt mir alles Mögliche ein. Dann habe ich irgendwie ganz viel, also zum Beispiel, ich habe eine Assistentin jetzt, die mir das, was ich nicht gerne mache, wo ich aber das Gefühl habe, es ist wichtig, so wie Social Media. Ich habe jetzt eine Assistentin, die macht meinen ganzen Social Media Kram und hilft mir, mich da selber mal irgendwie einzuarbeiten. Und solange ich das noch nicht kann, übernimmt sie diese Funktion, sodass da Aktivität ist. Ne? Und es war ja auch so eine, für mich nochmal so eine Fragestellung. Eine Assistentin. Jetzt wirst du aber größenwahnsinnig. Und Coaching Cloud, muss es denn immer so teuer sein? Musst du immer das Beste vom Besten haben? Geht das nicht auch irgendwie mit einer Dropbox? Und irgendwann habe ich mir das alles zugelegt und ich bin so froh drum, weil es ist Zeitersparnis, es ist super professionell im Auftritt, es ist total große Arbeitserleichterung. Ja. Ja, und die Klienten finden das auch total super. Die haben das super angenommen. Und ich habe immer alles auf einen Blick. Perfekt, wirklich. Ja. Und das nächste, was mir einfällt, ist, ich bin einfach viel, viel ruhiger geworden. Ich kann mein Business jetzt, also das hast du mich in unserem Kennenlernen-Call, das war so um die Weihnachtszeit oder Anfang Januar, da hast du mal eine Zeit lang selber die Kennenlerngespräche gemacht und da hast du dann mich gefragt, kannst du denn dein Business genießen? Und ich dachte, hä? Genießen? Nee. Was? Business genießen? Hä? Spinnst du? Genau, ich bin in der Aufbauphase, da ist einfach viel zu tun und da gibt es einfach kein Ende der Arbeit. Und heute, wenn ich darauf zurückgucke, denke ich, was war das denn für eine komische Idee, dass ich das nicht genießen kann? Und also heute kann ich so Sachen machen wie, ach, da hat jemand abgesagt, wie schön, ich gehe spazieren. Und, ich bin müde, Wetterumstellung fällt mir anscheinend schwer. Ich schlafe 2 Stunden, den Blogartikel schreibe ich morgen. Ich kann so Sachen machen wie eine Free-Flow-Woche. Also das wäre mir ja nie, also alleine von der Idee, wahrscheinlich wäre ich nie auf diese Idee gekommen. Aber auch mir diese Freiheit zu nehmen. Also es gab so ein, natürlich nicht bewusst ausgesprochen, aber in mir gab es sowas wie, das darf man doch gar nicht. Und ich kann dir sagen, damit habe ich Therapie und Coaching-Prozesse mit verbracht, um um mir diese Erlaubnis zu geben und um mal nicht andauernd an meiner Leistungsgrenze rumzuschaben. Ne? Und jetzt, ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber jetzt gelingt mir das. Mal besser, mal weniger gut, aber es gelingt mir zumindest schon mal und es gelingt mir immer öfter.
kommen mir bald die Tränen. Ja. Das ist total schön, circa. Das ist, ja, ich sagte, das ist super schön. Ich war jetzt am Montag bei meiner TCM-Ärztin, weil ich ja hier mit meiner Nebenhöhle so Probleme habe, ne? Und dann fühlte die meinen Puls, das macht sie immer zu Anfang, und da sagte sie, wir hatten uns jetzt irgendwie 3-4 Monate nicht gesehen, da ist aber irgendwas passiert bei Ihnen. Ich habe sie noch nie so in ihrer Mitte erlebt. Und das stimmt, ich bin ganz nah an meiner Mitte. Ich bin nicht immer in der Mitte, ne? Das wäre jetzt auch gelogen. Aber das ist, so ist auch das Leben, wir sind ja nicht immer in der Mitte. Aber die Aufgabe besteht ja darin, häufig in der Mitte zu sein und in die Mitte zurückzukommen. Und ja, das waren ja auch so kleine Tipps wie Time-Badging. Mach 3 Sachen ähnlicher Art am Tag. Oder mach Sachen ähnlicher Art und davon nur 3 Stück am Tag. Also, ja, dir muss ich es ja nicht erklären. Ich kann es jetzt so schlechte Worte. Badgings und Big Rocks nenne ich das. Die 3 am Tag sind die Big Rocks. Die Big Rocks, ja, genau. Und das hat. Vorher habe ich jede kleine Ritze ausgekleistert mit kleinen To-Dos. Und am Ende des Tages schwirrte mir einfach der Kopf. Ne? Oder zwischendurch auch schon. Und das war. Das habe ich heute nicht mehr. Ja. Ganz schön. Ganz schön. ja. So, was ich auch noch habe, ist, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, wie es weitergeht, so mit meinem Kundentrichter. Ne? Der ist noch nicht in der Pipeline, der ist nur bislang im Kopf und so ein bisschen auf Zetteln skizziert, aber aber auch, achso, das war ja auch so ein, so kam in der letzten Question and Answer Session war das ein so ein Tipp von dir. Setz Prioritäten. Also was ist gerade deine Priorität? Hm. Das auch nochmal so über meine 3 Big Rocks zu setzen, sozusagen. Ja. Ne? Das ist jetzt, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, meine Priorität. Dann ist meine Webseite quasi fertig. Da, und dann kommt die nächste Priorität. Und das ist total entschleunigend. Ich habe das in meinem Themenspeicher und meine Priorität ist jetzt halt Webseite und dann ist meine Priorität halt der Kundentrichter. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, und es gibt so ganz viele Sätze, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, die ich auch schon häufig an meine Klienten weitergegeben habe. Zum Beispiel, Flow is smooth and smooth is fast. Ja. Das Ganze ist hier kein Sprint oder wie so ein Intervalllauf, immer wieder so ein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und den kann ich auch in klitzekleinen Schritten gehen. Besser, ich gehe kontinuierlich klitzekleine Schritte, Baby Steps, als mich zu verausgaben. Und ja, genau. Und dann wieder, ich genieße mein Business da, wo es gerade steht und ich darf weiter wachsen. Thank you.
habe auch viele Dinge jetzt irgendwie, also ich glaube, ich hatte sie vorher schon verstanden, also verstanden, ne, mit dem Kopf, und aber ich konnte es nicht umsetzen, weil irgendwie, vielleicht war es einfach auch nur noch nicht reif. Aber so eine Kooperation einzugehen, ja, ich wusste so vom Kopf her, wie das geht. Aber es war total krampfig. Und jetzt ist das irgendwie wie so ein Selbstläufer. Weil ich klar habe, wie ich das gerne hätte. Und ich klar habe, mit wem will, also welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ich mit jemandem kooperiere. Ja, und ich habe mir schon in meinem Trello-Board irgendwo einen Merker gemacht, wen ich alles irgendwann mal ansprechen möchte, mit dem ich mir das vorstellen könnte. Und das wächst so ganz langsam. Und zwar auf eine organische Art und Weise und nicht und es überfordert mich alles. Ja, ja, absolut. Oder ich lasse mich da auf etwas ein, was irgendwie sich für mich nicht gut anfühlt. Und wo ich aber auch noch nicht weiß, was es dann so richtig ist und was kann ich eigentlich erwarten. Also ich glaube, da haben einfach die Question and Answers Sessions gut geholfen, auch so zu sehen, wie machen die anderen das und welches Selbstverständnis haben die da und also es gab mal jemand, die sagte, vor 11 mache ich doch gar nicht meine Mails auf. Vor 11 Uhr, das ist meine Zeit. Also für mich ist ja morgens die produktivste Zeit, deswegen ist das für mich nicht stimmig. Ne? Aber so zu sagen, ich gestalte mein Business so, wie es mir gefällt und das ist auch meine Freiheit. Und also dieses Selbstverständnis hatte ich doch da nicht. Diese Community war auch total hilfreich. Also sind einfach ganz viele tolle Frauen drin. Sind ja größtenteils Frauen, ne? Ja. Und die Männer, die ich kennengelernt habe, sind auch sehr. Die tauchen einfach nicht auf. Die sind dort. Die kommen nur nicht zu den Gruppencalls. Das ist das wahnsinnig Verrückte bei den Männern. Das ist sehr, sehr häufig so, dass sie immer mit mir arbeiten, aber nicht zu den Gruppensachen kommen. Das ist wirklich spannend. Ja. Aber ich empfinde das so wohltuend und so, ich habe mich ja auch gar nicht viel beteiligt auf der Website, also auf der Facebook-Seite oder in der Gruppe, so mit Diskussionen. Ne? Aber das ist einfach so, dass ich fühle mich da so getragen und ich weiß, wenn irgendwas ist, kann ich dort fragen und wenn ich irgendwo unterstützen konnte, habe ich das ja auch gemacht, ne? Mit der Hekion zum Beispiel oder mit der Heike Rundell. Und in einer Gemeinschaft von Frauen zu sein, die so ein ähnliches Mindset haben wie ich, das ist ganz, diese Community finde ich total super. Ja, ich auch. Ja, und überhaupt es ist auch deswegen ganz viel Entspannung reingekommen. Das war jetzt vielleicht kein konkreter Lehrinhalt hier Coaching-Prozess, aber du hast ja auch, bringst ja ganz häufig rein, guck mal, das könnte eine Struktur sein und wenn sie nicht passt, dann verwirfst du sie halt wieder. Mhm. Und, ja klar haben wir irgendwie Zeitbudgets, aber wer hat auch schon mal seine Zeit überschritten? Das war für mich vorher immer, oh Gott, ich bin so ein schlechter Coach, weil andauernd überziehe ich für 5 oder 10 Minuten. Und heute denke ich, ja, dann überziehe ich halt für 5 oder 10 Minuten. Mich setzt es viel mehr unter Stress im Coaching-Prozess, wenn ich weiß, ich muss um Punkt fertig sein, als wenn ich sage, ich habe ja dazwischen immer einen Puffer, ne?
Also wenn ich sage, ja, dann wird es halt mal 10 Minuten länger und dafür ist es dann aber auch fertig, dann fühle ich mich gut und der Klient ist zufrieden und an irgendeiner Stelle werden wir vielleicht auch mal 10 Minuten früher fertig sein. Ja. Es ist, wie es ist. Ja. Und mich dafür nicht mehr zu verurteilen. Ja, so, jetzt habe ich aber mal ausgespeichert. ich bin total baff, weil von solchen Sachen träume ich, dass meine Kunden das erleben, was du in dieser Fülle erlebt hast, Silke. Das ist für mich das Größte, das absolut Größte. Hier stehen bestimmt 2/3 Dinge, die dein Innenleben betreffen, die dein ganzes Leben dir dienen werden. Ja, absolut. Mhm. Und natürlich freue ich mich die Business-Sachen auch. Also es ist total schön zu hören, dass du dieses Simple Business hast, diese Strukturen, die du brauchst, ich erlebe dich sehr, sehr geerdet in dem, was da ist und angekommen bei deiner Kommunikation. Und natürlich gibt es immer was zu tun. Wir werden immer weiter an die Website arbeiten, immer weitere Marketingstrategien. Aber ja, was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du berichtest. Und wenn ich sagen müsste, was wünsche ich mir vom tiefsten Herzen für einen Fly-Coaching-Kunden, sind all diese Dinge, die du gesagt hast. Und was ich total spannend finde, immer wieder, die Leute, ich habe gestern oder vorgestern mich mit Simone darüber unterhalten, viele Leute sagen, ja, so, die Gruppensachen sind nett, aber eigentlich will ich die 1:1 Sachen mit Shadia machen. Und was ich immer wieder in diesen Gesprächen höre beim letzten Coaching ist, wie wichtig diese Community ist, wie wichtig es ist von anderen. Man sammelt hier eine Aussage, dort eine Aussage. Und wie wirksam das ist gegen, und du hast es so schön gesagt, man kann jahrelang daran arbeiten, zu Therapeuten gehen, zum Coach und versuchen, Dinge zu verbessern. Aber ich merke, dass die größten Erkenntnisse meistens aus irgendwelchen nebenläufigen Sätzen entstehen. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe einfach auch schon einen weiten Weg gemacht, ne? Und manchmal ist das dann so, wie du gerade sagtest, dann sagt es jemand nochmal auf eine andere Art und plötzlich hast du den Zugang dazu, ne? Ja. Ja. Im Yoga. Manchmal übt man monatelang, jahrelang irgendeine Haltung und es klappt nicht und dann kommt eine andere Yogalehrerin, die erklärt es einen Tick anders und plötzlich weißt du, wie sich das anfühlen muss. Und so war das jetzt hier auch. Und das ist die Kraft, das ist wirklich die Kraft von mehreren Menschen als nur ich und du. Und das wäre auch absolut etwas, worüber du nachdenken könntest für deine zukünftige Coaching-Kunden auch. Na? Ja, absolut. Ich würde das auch total gerne machen, aber dieses ich bin arbeitslos oder ich weiß nicht wohin und davon erfährt jemand anderes, dass ich mich beruflich umorientiere. Wer ist denn da in so einer Gruppe? Nicht, dass da ein Kollege von mir ist oder so. Das schreckt die Leute total davon ab. Also ich habe eine Facebook-Gruppe, aber ich habe mit Ach und Krach da irgendwie 8 Leute reingekriegt und die habe ich da händisch aus bestehenden Kunden sozusagen da reingehieft, aber da passiert kein Austausch. Vielleicht habe ich da auch noch nicht die richtige Strategie. Ja. Ich habe auch gesagt, erstmal muss ich meine, also ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben, erstmal muss meine Facebook-Seite laufen und irgendwann beschäftige ich mich mal mit der Facebook-Gruppe. Weil ansonsten, ich finde das auch, die Leute kommen alle mit den gleichen Themen. Ja.
Und die können sich auch so gut gegenseitig unterstützen. Ja, ja. Also ich gebe dir das für uns als Idee auf den Weg. Also früher, als ich nur die Facebook-Gruppe hatte, hat es auch nicht geklappt, auch bei unserem Thema nicht. Es macht diese Calls, diese monatlichen Calls, weil man sieht die anderen von Angesicht zu Angesicht und lernt sie ein bisschen kennen, nur ein bisschen. Und vielleicht bei dir wäre die Lösung, das nicht mit Video zu machen, sondern anonym, dass man nur den Vornamen sieht. Und dass das ein möglicher Anfang ist für eine Diskussion, nur als Idee. Ja, finde ich total gut. Hatte ich letztens auch schon mal so als Gedankenblitz und jetzt, wo du das sagst, fällt mir das wieder ein. Die habe ich dann auch irgendwie nicht weiterverfolgt. Wie so eine Sprechstunde einmal im Monat zu machen. Ja. Ne? Ja. Und dann kann man ja auch über Zoom, ohne, also ich bin sichtbar, aber die anderen nicht. So kann ich das machen, das stimmt. Ja, das, bei dir ergibt sich zum Beispiel Themen wie, also du könntest wirklich so denen terminieren, so wie Bewerbungshacks. Heute reden wir darüber, über Sachen, die du machst, um deinen Bewerbungsprozess einfacher zu machen oder kreativer. Mhm. Oder heute reden wir darüber, wie man mit Warten umgehen kann, bis man auf Antworten kommt. Also es gibt so schöne Themen, die du anbringen kannst, wo sie anknüpfen können. Ja, super Idee. Okay, also zurückblickend auf die 6 Monate. Mein Gott, 6 Monate. Wenn das alles ein Motto hätte, alles, was geschehen ist, unter einem Stern gestanden wäre, wie hieße dieser Stern? So ein Satz, ein Wort? Was war das Motto der letzten 6 Monate? Mir ist ganz spontan eingefallen, reduce to the max. Ja. Also vieles ist viel schlanker geworden. Viel effizienter, klarer. Und damit aber viel größer, also professioneller, höhere Preise, ja. Ja, schön. Wenn du hinausschaust in die Zukunft, nach dem Urlaub, nicht vorher, ab Oktober, und du schaust die 6 Monate, der 6-Monats-Abschnitt von 1. Oktober bis Ende März, was wünschst du dir für diese Zeit? Unter welchem Motto soll diese Zeit stehen? Umsetzen, was noch in der Warteschleife ist. Und dazu gehört der Kundentrichter, also hier mit das automatisierte Webinar, ne? Also der Herzkundentrichter sozusagen. Ne? Den möchte ich noch umsetzen. Das Onboarding habe ich überhaupt noch gar nicht mir angeguckt. Und ich glaube, da könnte ich auch noch mal professioneller werden und so meine Prozesse noch mal ein Tickchen runder machen. Also ich habe eben zufällig gerade einen Artikel gelesen, dass 100% der befragten Coaches sagen, sie machen eine Ziel- und Auftragsklärung vorher, dass die Ziele ganz klar definiert sind, aber nur 60% der Coaches beantworten diese Frage mit ja, ich habe ein klares Ziel im Coaching. Und das würde ich gerne auch nochmal irgendwie in meinen Coaching-Prozess einbauen, vorher, dass die das selber nochmal schriftlich fixieren und dass wir das immer nochmal angucken, sind das Ziel noch, muss es angepasst werden und zum Ende, so wie du das jetzt machst, nochmal zu gucken, wo stehst du jetzt? Und das
auch alles nochmal, ich glaube, ich entlasse die manchmal aus dem Coaching-Prozess und die sind, glaube ich, wirklich, wirklich reich beschenkt, aber sie haben es gar nicht so bewusst im Kopf. Merke ich ja jetzt auch gerade, was alles, also ich habe vorher schon noch überlegt, was hat sich dann alles so getan, aber es sind noch mal viel, viel, viel mehr Sachen jetzt gerade hochgekommen im Erzählen, ne? Ja. Also den Prozess noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ja, und dann vielleicht auch das, was du jetzt eben noch mal reingeworfen hast, die Interaktion mit dem Kunden oder auch mit potenziellen Kunden noch mal. Also zum Beispiel so Facebook-Live-Geschichten, ne? Was du eben gesagt hast, Bewerbungshacks. Das wäre ja ein fantastisches Thema für ein Live-Video in einer Gruppe. Ja. Ja. Also das noch... Wahrscheinlich ist das ein bisschen too much alles, ne? Weil alleine der Herzkundentrichter wird wahrscheinlich schon mich gut für ein halbes Jahr lang beschäftigen. Aber ja, das ist ja gut. Also das sind drei Prioritäten: Herzkundentrichter, Prozesse professioneller und rund machen und dann irgendwann in Richtung Interaktion mit Kunden und potenziellen Kunden fokussieren. Das ist fantastisch. Das sind 6 Monate Zeit und 3 Prioritäten und dann wirst du schauen, wie viel Priorität wirklich Platz hat und das wirst du erst schauen, wenn du beginnst mit dem ersten zu gehen, oder? Das ist ja, absolut. Immer das, was passiert. Ja. Okay, also quasi umsetzen, was in der Warteschleife ist, also die nächsten Prioritäten. Und ich muss gerade lachen, weil gerade gestern oder vorgestern habe ich auch noch zu einer Klientin gesagt, die irgendwie total aufgelöst ist und bei der tauchen immer mehr Fragen auf, statt dass wir sie kanalisiert kriegen, wird es immer mehr. Und dann habe ich gesagt, das hast du nämlich letztens, ich glaube auch im Question and Answer Call gesagt, ja, also alles, was wir wissen, ist, es gibt gerade einen Impuls von, es braucht eine Veränderung, aber wir kennen das Ergebnis nicht und wir können es auch nicht kennen. Ja. Das müssen wir erschaffen. So hast du es nicht gesagt, glaube ich, ne? Aber das habe ich dann dazu gemacht. Das Ergebnis, das erschaffst du. Ja. Und das war für sie so erleuchtend. Stimmt, ich kann es auch gar nicht wissen, ne? Also, weil sie hat immer mehr Fragen darum aufgemacht. Aber wie wird das dann sein und wie viel Steuern muss ich dann zahlen und soll ich besser das so machen oder als Freelancer? Oder? Ja, ich weiß, ich komme zu dir zurück, dass wir uns nochmal sehen. Ja, ich kenne das so gut, was du gerade beschreibst. Also, weißt du, all diese Gelassenheit und sage ich mal, gute Antworten, die ich habe auf die Sache, die kommen auch dadurch, dass ich in richtig guten Coaching- und Mentoring-Programmen gewesen bin, mit total tollen und sehr erfahrenen Menschen wie Michael Neal, wie George Pransky, wie Fabian Fredrickson, Katrin Diever. Und das lernte ich von ihnen auf dem Weg. Und ich höre heraus, einiges, was ich von denen gelernt habe, gebe ich an euch weiter. Und du nimmst es für dich wahr, siehst eine Erkenntnis und gibst es an deinen Kunden weiter. Ja, absolut. Und weißt du, das ist dieser Domino-Effekt, den wir mit unserer Arbeit machen. Und das ist so wahnsinnig toll, weil das hat einen unendlichen Effekt. An wen wird sie das weitergeben? An wen wird diese Person das weitergeben? Mhm. Das ist auch das Schöne an unserer Arbeit, die wir häufig gar nicht mitbekommen, oder? Ja, genau. Ja. Wir haben wirklich einen Einfluss auf die Welt. Ja,